alle und alles bewegt sich unter seinem Thron. Und sein ist die absolute Herrschaft. Alles bewegt sich unter La ilaha illallah. La ilaha illallah wird nicht nur siegen. La ilaha illallah hat bereits schon gesiegt. Allah ist gerecht. Allah wird jedem Mann und Frau sein Recht geben, heute und morgen. Und du bekommst nur das, was du verdient hast. Und dieser Mann und Frau, ob Mann oder Frau, sagt Allah. Und die Bedingung dafür, und er ist gläubig. Der glaubt an Allah. Der glaubt an all das, was Allah gesagt hat im Koran. Er lebt nach Koran und Sunnah. Sagt diese Leute, was macht Allah? Hat Allah versprochen? Wir werden denen ein friedliches Leben schenken. Wir werden in Frieden leben. Diese innere Ruhe, innere Zufriedenheit, sie werden sie bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und was passiert? Also innere Ruhe in diesem Leben, im Diesseits, innere Zufriedenheit im Diesseits und im Jenseits, was passiert? Allah sagt, wir werden sie belohnen mit der besten Belohnung für das Beste, was sie getan haben. Und die Belohnung im Yawm al-Qiyam ist das Paradies. Das ist das wahre Erfolg. Allah sagt subhanahu wa ta'ala im Koran, وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازْ. Heutzutage, die Menschen verstehen Erfolg falsch. All das ganze Erfolg in diesem Leben, es ist ein kurzer Erfolg. Es endet entweder mit einer Krankheit oder es endet mit dem Tod oder mit einem Unfall oder du wirst gelähmt. Also es ist alles möglich in diesem Leben. Wie viele Fußballer habe ich gesehen und habt ihr selber gesehen, die gerade mal am Anfang deren Karriere waren. Sie haben nicht damit gerechnet, dass diese Karriere zu Ende geht. So schnell zu Ende geht. Mitten im Fußballplatz, mitten wo die alle jubeln, bejubeln diese Leute, sie sterben mitten im Platz. Es ist ein Zeichen für jeden, der einen Verstand hat, dass das Erfolg im Leben nicht sicher ist. Wallahi niemals. Egal wie Erfolg du bist, der Todesengel lauert jederzeit. Vielleicht der Todesengel war an dem gleichen Haus, wo du warst. Vielleicht dein Bruder ist gestorben, dein Vater, dein Opa, dein Oma, dein Freund, dein Gefährte, dein Verwandter. Das heißt, Malak al-Maut ging an dir vorbei und er wird wieder zurückkommen zu dir. Vergiss das nicht. Das heißt, dieser Erfolg in diesem Leben ist kurz. Und er wird auch, wenn er länger dauert, vielleicht 60 Jahre, 70 Jahre, aber du wirst sterben. Aber das wahre Erfolg erwähnt Allah im Koran. Im Koran erwähnt das Allah. Warum wir glauben das, was Allah sagt? Weil Allah der Schöpfer ist dieses Erfolges. Weil Allah kennt das Leben am besten. Er hat das doch erschaffen. Er ist der Schöpfer. Und der Schöpfer kennt sein Eigentum besser als du. Der Besitzer selber verachtet diese Erde. Verachtet das Diesseits. Hat keinen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir werden gleich kurz erwähnen, das diesseitige Leben, was es bedeutet bei Allah. Jalla fi ala. Aber Allah sagt, und derjenige, der vom Höllenfeuer ferngehalten wird und ins Paradies reingeht, sagt Allah, faqad faz, der ist erfolgreich. Also willst du erfolgreich sein, willst du das wahre Erfolg haben, willst du ein Gewinner sein, dann bereite dich heute vor für diesen Tag im Jenseits. Und dieser Tag ist 50.000 Jahre lang. 50.000 Jahre lang. Bereite dich vor für diesen Tag. Kleine Kinder, Neugeborene, bekommen graue Haare an diesem Tag. Vor Angst vor Allah. Die haben keine Sünde. Aber der Tag ist so schlimm und so grausam, dass sie graue Haare bekommen. Vor Angst. Und du hast, wie viele Sünden hast du und ich? Wie viele haben wir Allahs Gesetze vernachlässigt jeden Tag? Ist es endlich nicht genug? Was haben wir von dieser Dunya erreicht? Was haben wir von diesen Sünden oder dieser Ungehorsamkeit erreicht? Was haben wir erreicht? Von dieser Schönheit, wenn die Schwester oder die Frau rausgeht und schminkt sich und alles, was hast du erreicht? Einfach, dass die Menschen sagen, tolle Frau, dass sie dich anmachen, dass sie dich alles billig bezeichnen, a'udhu billah. Ich kenne eine Geschichte von einem Jungen, der war lange Zeit mit einer Frau zusammen. Sie betete nicht, sie hat kein Kopftuch gehabt. Sie haben, a'udhu billah, Unzucht zusammen begonnen. Am Ende, er ruft einen Gelehrten an, sagte, bitte, ich brauche eine Frau. Sagte, wie du, ich kenne dich doch, du hast doch eine Freundin. Sagte, ich brauche eine tugendhafte Frau. Sogar die ungehorsamen Männer suchen selber gehorsame Frauen. Weil sie wissen, diese tugendhafte Frau beschützt ihn. Sie bewahrt ihn. Sie bewahrt alles, was ihm gehört. Auch wenn er abwesend ist. Auch wenn er auf Reise ist. Aber eine eigene Freundin kann er nicht vertrauen. Dann hat er gesagt, ja, ich brauche eine tugendhafte Frau. Wer sagt mir, dass meine Freundin, die hier ist, nicht das Gleiche macht mit jemand anders? Verstehst du, du bist wertvoll erst, wenn du dein Hijab trägst. Du bist was Besonderes, du verdienst Respekt, Ehre, Würde, wenn du dich verschleierst. Wie eine Perle, das haben wir schon mal erwähnt, brauchen wir nicht zu wiederholen. Eine Frau draußen mit einem Hijab, man sieht ihr Reiz nicht. Es gibt nichts, was man gucken kann. Also sie verdient Respekt. Sie ist nicht billig, sie verkauft sich nicht an jeden.
Eine Perle bekommt nicht jeder zu berühren, anzufassen. Aber ein Stein schmeißt jeder hin und hin, hin und her. Aber eine Frau ist was Besonderes im Islam. Wir haben letzte Woche erklärt, diese Geschichte mit einer christlichen Frau, die Muslima geworden ist, als sie die Vorzüge vom Hijab gehört hat, vom Kopftuch und Schleier gehört hat. Da kennt ihr diese Muschelperle? Ja, einfach das gleiche Beispiel, diese Muschelperle. Was macht diese Muschelperle, wenn sie Gefahr merkt? Sie geht zu. Sie beschützt diese Perle. Genau dieser Hijab, diese Schleier im Islam, beschützt diese Perle. Welche Perle? Das ist die tugendhafte Frau im Islam. Die Gelehrten nennen, bezeichnen die tugendhafte Frau im Islam als eine duftende Blume, die man jederzeit gießen und sich darum kümmern muss. Deswegen unser Erfolg, liebe Brüder, in diesem Leben, unsere Zufriedenheit in diesem Leben, liegt im Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und auf, dass wir leben auf der gleichen Art und Weise von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das ist der wahre Erfolg im Leben. Und das wahre Gewinn, Yawm al-Qiyamah, ist, dass wir im Paradies reingehen. Weil die Menschen, der Ungläubige im Grab, der Gläubige, werden die Engel zu ihm kommen und sagen, guck mal, diese, die öffnen ein Tor für ihn, das Tor von der Hölle, a'udhu billah. Aber der spürt ihre Hitze gar nicht, weil er ist gläubig, er war tugendhaft, er war rechtschaffen. Allah bestraft ihn nicht, subhanahu wa ta'ala. Er sagt, siehst du das? Das wäre deine Bleibe gewesen, das wäre dein Zuhause gewesen am Tag der Abrechnung, wenn du nicht diese drei Fragen beantwortet hast. Welche Fragen werden es im Grab sein? Viele Muslimin wissen sie gar nicht. Wallahi, viele Muslimin wissen sie gar nicht. Drei Fragen. Man huwa rabbuk? Was willst du sagen, wenn du im Dunya unachtsam warst? Was willst du sagen, wenn du heute mit Michael Jackson und Fußball und Weltmeisterschaft beschäftigt warst? Du warst abgelenkt. Du hast keine Zeit. Du wusstest noch nicht mal, dass Allah da ist. Du siehst seine Zeichen überall in dir, auf dieser Erde, in dieser Erde, im Himmel. Seine Zeichen, und du erkennst, du gehst blind auf dieser Erde, obwohl du sehen kannst. Weil dein Herz tot ist. Was willst du dann antworten im Grab? Die Gelehrten sagen, dein Herz wird antworten im Grab. Das, was in dein Herz drin war, wirst du durch deine Zunge sprechen. Deswegen der Ungläubige wird gefragt, man huwa rabbuk, wer ist dein Herr? Sag, hä? Ich weiß es nicht. Dann schlagen sie ihn mit dieser Eisenhammer, wal'iyadu billah. Dann geht er 70 Ellen tief in die Erde rein, a'udhu billah. Dann kommen Skorpionen und Schlangen und sie tun weh. Und sie beißen die ganze Zeit, dann kehrt er wieder zurück. Und dann brennt sein Qabr und das Grab wird immer enger, bis seine Rippen auseinandergehen. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Dann schickt Allah Schlangen auf ihm und Skorpionen. Und da bist du alleine. Wer soll dich da retten? Wer soll dich jetzt retten? Aber jetzt kannst du dich noch retten. Solange du die Zeit hast, solange du lebst, du kannst dich retten. Jede Minute zählt für dich, wallahi. Deine Zeit ist dein Kapital. Jede Minute zählt, jeder Atemzug zählt, jeder Herzschlag zählt. Warum? Weil du kannst nicht wissen, wann der letzte Herzschlag schlägt. Du kannst nicht wissen, wann du einatmest und nicht mehr ausatmen kannst. Heute habe ich eine Geschichte gehört von einem jungen Mann in der arabischen Halbinsel, das passiert. Da, wo Adhan gerufen wird, da, wo das zum Gebet gerufen wird. Ein junger Mann, der hat da gelebt, er ist verreist, wohin? Nach Europa, Paradies. Sie nennen das Paradies, das ist Paradies. Und das Paradies wäre dann, werde ich keine einzige Sache für sie tun, Allah. Aber subhanallah, dieser Mann kam und hat gedacht, Frauen und Partys und weiß Allah, was das ist. Er war dort, ein heiligster Ort, heiliger Ort, Mekka, Medina, die besten Orte bei Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast fünfmal Adhan, fünfmal wird gerufen zum Gebet, nicht nur von einer Moschee. Gleichzeitig in einem Ort hast du fünf, sechs Moscheen, mashallah. Und dieser Gebet ruft, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das ruft dich zum Erfolg, Hayya ala Salah, Hayya ala al-Falah. Eil dich zum Gebet, und danach, was sagen die? Eil dich zum Erfolg. Also im Gebet liegt der Erfolg, nicht im Geschäft, nicht in Partys oder Frauen oder weiß Allah was, sondern im Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Gebet. Aber dieser Junge hat kein Interesse daran. Der kommt hier hin, er findet eine Frau, hat sie kennengelernt, begeht Unzucht. Kurz danach haben sie ihn nach Hause gebracht, tot. Als der Gelehrte dann ihn gewaschen hat, sagt, ich habe die Leute gefragt, wie er gestorben ist. Sagen die, er ist gestorben, als er gerade auf diese Frau gelegen hat. Gerade wo er Unzucht begonnen hat, kam der Todesengel. Gerade wo er eine schlimme Sünde begeht, eine der größten Sünden im Islam begeht, kommt der Todesengel und nimmt seine Seele mit. Hat er damit gerechnet? Der Shaitan hat so mit ihm gespielt, hat ihn so abgelenkt, hat ihn so sicher gemacht, du hast noch Zeit, du wirst nicht sterben jetzt. Mach einfach und danach mach Tauba. Zeig danach Reue, du hast Zeit. Aber das ist das, wie sagt man, das Tul und Amal. Diese lange Lebenserwartung ist eine Waffe von Iblis, eine Waffe vom Teufel, die er jeden Tag benutzt, besonders die Umma heutzutage. Die Umma sind das Leben hier alles, wie sagt man das, alles ewig bleiben. Heute die Lage ist andersrum. Unsere Herzen, das Problem, unsere Herzen liegen auf dem Kopf. Wenn du auf dem Kopf liegst, siehst du alles andersrum.
Unsere Herzen liegen heute auf dem Kopf. Und sehen die Wahrheit als Lüge und Lüge als Wahrheit heutzutage. Das diesseitige Leben ist vergänglich. Warum? Weil Allah das sagt im Koran. Kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Alles, was in ihr wird vergehen. Die Erde wird vergehen. Wir werden sterben. Wo sind die vorherigen Völker, die vor uns waren? Die haben tausende von Jahren gelebt. Nuh alayhi salam wurde gefragt von Jibril alayhi salam. Ja, Nuh ist der Prophet, der am längsten gelebt hat. Hat allein in seinem Volk 950 Jahre Da'wah gemacht. Sie gerufen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Manche Gelehrten sagen, er hat noch 300 Jahre dazu gelebt. Es ist 1250 Jahre ungefähr, sagen die Gelehrten in Tafsir ibn Kathir. Und dann er sagt, wie hast du das Leben gefunden, ja Nuh? Wie war das diesseitige Leben für dich? Sag, wie ein Zuhause, wie ein Haus, der zwei Türen hat. Ich bin von einer reingegangen, von der anderen wieder raus. So kurz ist das Leben. Für einen Mann, der über 1000 Jahre gelebt hat. Wie lange leben wir?